Ja, und den Termin möchte er gerne ändern. Passen Sie darauf auf. Bart, Sie können da nicht rein. Er hat eine Sitzung. Es hat eine hervorragende Methode entdeckt, um uns... Dass wir heute verabredet sind, wusste ich nicht, Sportsfreund. Ich auch nicht. Wir müssen miteinander reden, Gordon. Dann entschuldigen Sie uns doch bitte einen Augenblick, meine Herren. Kommen Sie bitte mit. Danke sehr, Alex. Verflucht, was willst du eigentlich hier? Ich habe gerade von deinem Ausverkauf bei Blue Star erfahren. Warum machst du das? Gestern Abend habe ich Rudi die Geschichte von Pooh dem Bären und dem Honigtopf vorgelesen. Du weißt doch, was Pooh passiert ist. Er hat seine Nase einmal zu oft in den Topf gesteckt. Und er blieb darin hängen. Vielleicht solltest du ihm lieber Pinocchio vorlesen. Ich dachte, dass du vorhattest, Blue Star zu retten und nicht brutal zu vernichten. Du hast mich ja nur benutzt. Du tappst wie ein Blinder ohne Stock herum, mein Freund. Ich gehöre doch nicht zu den Idioten, die das Geld zum Fenster rausschmeißen. Aber wieso musst du diese Fluglinie ruinieren? Weil sie jetzt reif dafür ist, ja? Ich habe sie mir genau angesehen und da habe ich es mir anders überlegt. Wenn diese Menschen ihre Arbeit verlieren, wissen sie nicht wohin. Mein Vater arbeitet da jetzt seit 24 Jahren und er hatte mein Ehrenwort. Es geht nur um die Kohlen, Junge. Alles andere ist völlig unwichtig. Aber Buddy, du willst doch Präsident bleiben, nicht? Und wenn es soweit ist, wirst du als reicher Mann abspringen. Und mit dem Geld, was du dabei machst, braucht dein Daddy nie wieder einen Tag zu arbeiten. Nun sag mir doch mal, Gordon, wann hat das alles ein Ende, hä? Hinter wie vielen Yachten kannst du noch Wasserski laufen? Wann hast du endlich genug? Darum geht es doch gar nicht, Freundchen. Das Ganze ist ein Nullsummenspiel. Was der eine gewinnt, muss der andere verlieren. Das Geld wird doch nicht neu geschaffen oder verloren, sondern es wechselt doch nur von einem Besitzer zum anderen. Wie durch ein Wunder. Dieses Gemälde hier, das habe ich vor 10 Jahren für 60.000 Dollar gekauft. Heute könnte ich es für 600.000 verkaufen. Die Illusion ist Wirklichkeit geworden. Und je wirklicher sie wird, desto stärker wird sie auch begehrt. Kapitalismus vom Feinsten. Wann hast du denn genug, Gordon? Die reichsten 1% dieses Landes besitzen die Hälfte seines ganzen Reichtums. 5 Billionen Dollar. Ein Drittel aufgrund von harter Arbeit, 2 Drittel durch Erbschaft, der Zinseszins ausgezahlt an Witwen und idiotische Söhne und durch das, was ich tue, Aktien- und Immobilienspekulationen. Ein einziger Beschiss. Und 90% der amerikanischen Bevölkerung da draußen besitzt wenig oder gar nichts. Ich erschaffe gar nichts. Ich besitze. Aber nach unseren Regeln wird gespielt. Die Nachrichten, der Krieg, Hungersnöte, das große Chaos und der Preis für eine Büroklammer. Wir ziehen das Kaninchen aus dem Zylinder. Die anderen sitzen da und wundern sich, wie wir das gemacht haben. Du bist doch nicht so naiv und glaubst daran, dass wir in einer Demokratie leben, oder, Buddy? Das ist die freie Marktwirtschaft. Und du bist ein Teil davon. Ja, du hast diesen Killerinstinkt. Du solltest hierbleiben, Junge. Hier kannst du noch viel lernen. Offensichtlich.